Welche Flächen in Lauchhammer sind gefährdet? Welche können gar nicht genutzt werden? Welche Lösung gibt es für die vom Grundwasserwiederanstieg bedrohte Schlosssiedlung? Das sind einige der Fragen, die die Stadtentwicklung bisher verzögert haben. Das 2019 beauftragte Gesamtkonzept hat jetzt Gefährdungsfaktoren und Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung abgeglichen und Handlungsfelder aufgezeigt. Es ist eine gute Grundlage für uns als Landkreis, auch was die Genehmigungsbehörden betrifft, in der Zusammenarbeit. Und wir werden Lauchhammer auch unterstützen in der Umsetzung des Konzeptes. Das ist der nächste Schritt, den die Stadt Lauchhammer jetzt gehen muss, nämlich die Flächen, die ausgewiesen sind als Potenziale der Entwicklung, nunmehr auch einer Entwicklung zuzuführen. Und das bedeutet im ersten Schritt erst einmal Planungsrecht zu schaffen. Neben den GIKON-Mitarbeitern nahmen Vertreter der Stadt von Landkreis, LMBV und dem Infrastrukturministerium an der Veranstaltung teil. Demnächst mehr dazu.